So, zum Aufwärmen würde ich sagen, starten wir mit die Draft Booster. Rafting Kevin Masters hatte noch Draft Booster. Jetzt dann mit Call of Mana kommen ja nur mehr die Play. Da ist von Mayhem Blade Brand. Cure Stream. Titanic Brawl. Judgment. Blind Hunter. Fresh Faced Recruit. Mauler. Moi. Ultimate Price. Guter Removal Spell. True Fire Captain und. Sehr schön. Anime-Style-Karte. Die haben sie hier als Bonus drinnen in jeden Art von Booster. Divine Visitation. Sehr schöne Karte. Und ein Goblin Electromancer im Retro-Border. Und Dimir Houseguard Old Border Foil. Sehr schön. Und noch ein Gilgit. Sehr gutes erstes Booster. Macht gleich mal Spaß, sowas zu öffnen. Karom, der Dienstfried Dodger. Open the Gates. Battalion. Skewer the Critics. Auch eine richtig coole Spectacle, aber coole Mechanik. Ist einfach auch rauf und runter gespielt worden vor ein paar Jahren, wie es im Standard war. Der Guild Mage. Overwhelm. Muddle the Mixture. Counterspell oder. Was zum Raussuchen, richtig starke Karte auch. Und Court of Calling. Sehr geil. Mit Convoke kann man Creature raussuchen. Mega gute Karte auch. Und der Mayhem Devil im Retro. Ja. Bis jetzt sehr gute Booster. Ledgewalker. Dogpile. Transport, Quench, Act of Treasure, Electromancer, Shield Mage, Experiment 1, 1-on-1 Counterdecks recht stark, mit Evolve, Demon Fire, Fungal Rebirth und Gideon Blackblade, nächste Mythic, guter Planeswalker und der gute Guttersnipe, ein Signet hinten nach, auch nice. Und ein schöner Sampling. Signets für Commander Decks immer gut zum Spielen. Kann man nichts falsch machen damit. Brawl. Greater Forgeling. Thrillkill Assassin. Blind Hunter. Familiar. Conclave. Noch ein Mayhem Devil. Der war ja richtig teuer vor dem Reprint jetzt. Ich weiß nicht, wo er jetzt vom Preislichen ist. Aber. Der war ja echt nur im einen Set bis jetzt drin. Und so macht er auch Sinn jetzt. Ein guter Reprint. Light Up the Stage auch richtig gut. Und Unbreakable Formation. Stabile Karte kann man immer mitnehmen. Legt Counter drauf. Und noch Compulsive Research. Oh, sehr geil. Noch eine Hallowed Fountain hinten nach in Schochland. Ja, sehr gute Booster. Noch kurz Platz. Brauchen wir ein bisschen mehr Platz für die Special-Varianten. Jetzt kommen noch zwei Collector-Booster, was wir Schönes drin haben. Goblin Token. Dann haben wir den guten Toysimir Wolfblatt. Dahinter Anime-Style Spark Double. Schöne Karte auch. Auch sehr spielstark. Kann man Planeswalker oder Kreaturen damit kopieren. Bottled Cloister. Okay. Cinderwines. Auch nice. Gute Karte. Dann Demir Guildgate. Light Up the Stage im Retro. Sehr schön. Nimmt man auch mit. Dann Izzet Guildgate. Herr Dunkel Border macht echt viel her. Dimir Guildgate. Condemn, starker Removal auch. Shark to Crab. Protector. Transmutation. Ball Grazer, auch nice.
Macabre Waltz mit einem neuen Artwork und Skewer the Critics nochmal. Erstes Booster war stabil. Kein Schockland drin. Keine Zeolize-Karte. Aber wir haben noch eines. Vielleicht sind wir hier was noch mal stärkeres. Domri-Rade in Foil. Planeswalker im Anime-Style. Sehr schön. Und ein Hellcat hinten nach. Auch nochmal im Anime-Style. Sieht man hinten unten auch immer die japanischen Zeichen von dem Artist. Enter the Infinite hinten nach. Sehr coole Karte, sehr teuer. Muss man halt wissen, wie man das Deck drum umbaut. Sehr schön. Toll sind wir nochmal. Und ein Boros Guild Gate. Pteramanda im Retro, der ist auch gespielt worden im Standard, damals rauf und runter. Dimir Guild Gate, Ghoul Guild Gate, ein Guild Mage. Infinite Mana kann man da eigentlich ein Spiel ausmachen damit. Ich bin eigentlich so noch ganz sicher. Geht mit den meisten Guild Gates. Guild Mages, nicht Gates. Die keine Tap-Ability brauchen. Ja, aber sehr schön. Insgesamt richtig gute Karten dabei für die paar Booster. Schöne Anime-Artworks und ein Schockland auch noch dazu. Also, glaube ich, war keine schlechte Ausbeute. Kann sich sehen lassen. Gut, das war's für heute. Erste Video 2024. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, kommentieren und zu teilen. Und schaut bei uns auf Twitch vorbei. Da sind wir regelmäßig online, jeden Dienstag, jeden Donnerstag. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar unter dem Video lasst. Danke. Ciao, Leute.